So, hier sehen Sie einen Größenvergleich vom alten iPhone 4 mit dem neuen Samsung Galaxy S3 LTE. Das wird offiziell erst morgen hier auf der IFA vorgestellt in Berlin. Wir zeigen Ihnen hier schon einen ersten Eindruck. Am Anfang einen kleinen Speedtest, um zu sehen, wie schnell die Datenübertragung im 4G-LTE-Netz von Vodafone ist. Wir sehen hier also 39 Mbit im Downstream, 15 im Upstream. Gab es hier auch schon bessere Werte, aber auf der Messe werden hier natürlich gerade parallel sehr viele LTE-Smartphones ausprobiert. 72 Mbit sind es jetzt, also schon ein besserer Wert. Das ausgestellte Gerät hat einen internen Speicher von 16 GB. Es wird aber auch mit 32 oder 64 GB Speicher erhältlich sein. Es hat einen 4,8 Zoll, also 12,2 cm HD Super AMOLED Touchscreen. Zusätzlich eine 8-Megapixel Kamera, natürlich GPS, Wireless LAN und einen NFC, also Near Field Communication Chip drin, um auch möglicherweise in der Zukunft entsprechende Zahlungsanwendungen und ähnliches nutzen zu können. Einen 1,4 GHz Quad-Core-Prozessor und kann auch mit Micro-SD-Karten den internen Speicher erweitern. Das Display hat eine Auflösung von 1280x720, also quasi HD 720p Auflösung. Zeigen Ihnen noch eine Videoanwendung aus YouTube heraus. Nicht gepuffert, nicht per WLAN, sondern direkt über das LTE-Netz wird dieses HD-Video abgespielt.